Schönen guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder. Ich begrüße euch alle, die heute gekommen seid. Ich begrüße euch die Kinder und Jugendliche, erwachsene Eltern, Großeltern. Heute wollen wir unseren besonderen Gast oder unsere besonderen Gäste, die Kizzy Kids, begrüßen. Viele Leute haben mich gefragt, was heißt Kizzy Kids, und ich habe mich auch gefragt, was das heißt, und das Englisch oder Latein oder Deutsch, ich bin verwirrt. Bitte, wer kann mir sagen, was heißt Kizzy Kids? Kinder singen. Okay, dann kennen wir uns wieder aus. Nun wenden wir uns an Gott. Wir wollen uns aufmachen für diese Begegnung mit ihm, der heute als Emmanuel vorgestellt wird. Der Gott, der mitten unter uns ist, wohnt, mitmacht und heiligt auch, was wir tun. Seit seiner Ankunft in der Welt wurde Gottes Wunderwerk möglich. Blinde sehen, Lahme laufen und Freude und Heiligkeit werden wieder möglich. Wir kommen zu ihm und bitten um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, in dir ist das wunderbare Wirken Gottes uns zuteil geworden. Herr, erbarme dich unser. In dir ist das Heil Gottes selbst unter uns erschienen, damit wir als Menschen heil werden können. Christus, erbarme dich unser. Du willst, dass wir uns öffnen für dich und deine Gegenwart bei den Menschen, damit alle deine Nähe erfahren können. Herr, erbarme dich unser. Der gütige, uns liebende Gott, erbarme sich unser. Wir vergeben uns alle unsere Sünden und führen uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Guter Gott, Jesus, dein Sohn, hat dich mit einem sehr schönen Namen angesprochen, mit Abba, das heißt Papa. Dadurch habt ihr uns Mut gemacht, dich auch zu ansprechen. Wie du deinen Sohn erhielt hast, wirst du auch unsere Bitten erhören und uns verzeihen, was wir falsch gemacht haben. Gib auch uns die Kraft, unseren Mitmenschen zu verzeihen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Achas, dem König von Juda. Er sagte: Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Achas antwortete: Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hört her, ihr vom Haus David. Genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Wir Menschen mit unserem normalen Verstand
es nicht verstehen. Wie Josef und Maria auch nicht verstanden hatten. Aber mit Glaube kann man das begreifen. Hat auch Josef heute geteilt. Seit der Ankunft Jesu in der Welt und durch seine Geburt wird dann klar, Unmögliches wird möglich durch die Kraft Gottes. Und das hat der Engel auch Maria gesagt. Das, was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich. Seit dieser Zeit wird Wasser in Wein gewandelt. Seit dieser Zeit wird auf dem See spazieren gegangen. Wird in Hunderten auf wundervollste Weise gespeist, Lahme laufen, Blinde sehen wieder. Und verloren gegangene Söhne und Töchter kehren wieder zurück zu sich selbst und zu Gott. Seit dieser Zeit wird Auferstehung möglich, sowohl im Leben und nach dem Tod. Warum? Weil der im Schoß der Jungfrau Fleisch genommen hat, auch Immanuel genannt, heißt, Gott ist mit uns. Und das heißt, Gott spaziert mit uns, Gott denkt mit uns, Gott kocht mit uns, Gott feiert mit uns, Gott spielt mit uns, Gott isst mit uns und Gott wohnt mitten unter uns. Immanuel. Natürlich ist die Frage, spüre ich das? Entspricht diese Behauptung meine Erfahrung? Das gerade wünsche ich euch allen eine tägliche Erfahrung des wundervollen Daseins Gottes mitten unter uns. Dass wir in kleinen als auch in großen Dingen das Wirken Gottes erkennen können. Vor allem, dass wir erkennen können, dass du und ich, dass wir alle Wunder Gottes sind. Die Jungfrau ist schwanger und blieb Jungfrau. Aber, und das ist ein Wunder, aber vorher musste sie Ja sagen. Denn ohne ihr Ja-Wort wäre es auch nicht so. Und dieser Spagat zwischen die Frage vom Engel, die Verkündigung, wie wir es nennen, und die Fiat von Maria, ja, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe, wie der Herr es will. Dieser Spagat ist eine aufregende Zeit. Der Himmel hat das gespürt. Und das nennen sich die Kisikits. Himmlische Aufregung. Ich hoffe. Aber heute um 2 Uhr werden wir wissen, was ich meine. Die Engel haben gewartet und geschaut, was wird sie sagen? Sagt sie Ja oder Nein? Sie, wie Gott sich von uns abhängig macht. Ja? Dadurch, dass er uns einen freien Willen gegeben hat, möchte ihr das auch respektieren? Ihr zwingt uns nie, ja, Maria schon längst vorbereitet als ein Werkzeug für das Erlösungswerk, hat aber trotzdem nach ihr Ja gefragt. Aber mit ihrem Ja kam dann eine Zeit des besonderen Gottes Wunderwirkens. Zunächst wird ein Jungfrau schwanger und dann werden dann durch Jesus Wein zu Wasser gewandelt und so weiter, und ein Mensch konnte dann auch für die anderen sterben, hat Jesus selber gemacht. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, wir sind kein Kinder des Zufalls. Gott hat uns alle gewollt und hat auch Schönes vor mit uns. Ihr braucht aber immer unser Ja. Die Frage ist, was will Gott
mit mir, von mir? Was und wo? Wo soll ich ihm Ja sagen? Manchmal ist Gott da als eine Arme, als eine Lästige, als ein Flüchtling, als ein Familienmitglied, eine kranke, alte, Obdachlose. Kann auch ein normaler Mensch sein, sogar ein reicher Mann, der keine Zeit hat und unsere Zeit braucht. Egal wie Gott kommt, mein Ja, dieser Ja zu ihm, macht immer einen Weg auf für die wunderwirkende Kraft Gottes, die Unmögliches möglich macht. Herr, mach uns offen für dich. Amen. Wir glauben an Gott und wollen das auch ausdrücken. Da helfen uns die Physikus. Wir wollen gemeinsam das Glaubensbekenntnis singen und wir laden alle ein, mitzusingen und mitzumachen, wenn wir den Text vorstellen. Ich glaube an Gott, den Vater.